Die Volksbankmesse Balingen stand am Wochenende ganz im Zeichen des Handwerks. Die Handwerkskammer Reutlingen ehrte die knapp 300 Handwerkerinnen und Handwerker, die in den vergangenen Monaten ihre Meisterprüfungen erfolgreich abgelegt hatten. Mehr als 1000 Gäste feierten mit. Kammerpräsident Harald Herrmann betonte die Rolle der meistergeführten Unternehmen in der Handwerksausbildung. 95% aller Lehrlinge würden in den Betrieben der zulassungspflichtigen Berufe ausgebildet. Auch der neue Tübinger Regierungspräsident Jörg Schmidt, seit wenigen Tagen im Amt, gratulierte dem erfolgreichen Handwerkernachwuchs. Präsident Herrmann und Hauptgeschäftsführer Joachim Eisert überreichten den frisch gebackenen Meisterinnen und Meistern aus 12 Gewerken auf der Bühne die Meisterbriefe.